Hallo, ich stehe hier jetzt wieder in Bregenz im Casino und heute geht es los für das 2000 € Main Event Capped Second Chance. Das ist ein Second Chance, finde ich ziemlich cool. Wenn man es schafft, irgendwie 400 Big Blinds während den ersten 4 Stunden zu verballern, dann kann man sich nochmal einkaufen. Soll Spaß machen. Ich hoffe aber, ich werde es nicht brauchen, denn irgendwie habe ich das Gefühl, dass es heute ziemlich aggro losgehen wird. Na, mal sehen, was passiert. So, wir haben jetzt die ersten zwei Levels gespielt und von 15k Starting Stack habe ich jetzt noch 13. Ja, so viel zu den Skill Levels. Ja, viel gibt es nicht zu erzählen. Ich habe nicht wirklich viele Hände gewonnen. Wir haben es jetzt bis zum vierten Level geschafft und von den 13 aus letzter Pause habe ich jetzt 18. Ich habe ein paar kleine Pots gewonnen und einmal noch Ass-König gegen Jacks gedreibettet und dann eine Street. Und sonst ist eigentlich überhaupt nichts passiert. Naja, willkommen zu Live-Poker. Es ist überhaupt nichts passiert. Und passt du. Ja, so kann es gehen im Live-Poker. Das kann schnell gehen oder kann langsam gehen, aber passen tun die alle irgendwann mal. Ich muss sagen, über den ganzen Tag gesehen bin ich eigentlich ziemlich unzufrieden, wie ich gespielt habe. Ich habe circa 3 oder 4 Hände, die ich wirklich hier, ja, misplayed ist ein bisschen übertrieben, aber ich denke, ja, nee, nicht übertrieben. Die waren misplayed, Punkt Amen. Ich war ein bisschen nitty in den Spots und ich denke, ich hätte die Leute da zum Folgen gekriegt und bin dafür dann so für marginalen Showdown Value gegangen, was eigentlich ja, keine gute Idee war. Zudem hatte ich nur eine Hand, wo ich auf dem River Bet folden musste, was auch ziemlich sackte, weil ich hätte eigentlich da 2-Pair, ja, wer foldet schon gern 2-Pair. Hab's dann aber gemacht, weil ich dachte, ja, seine Range da, Flush-Draw kam noch rein und ein paar Straights und ja, so wie ich meine Hand gespielt habe, habe ich immer mindestens Top-Pair in dem Spot, von dem her, ich denke nicht, dass er mich da von Top-Pair wegbluffen will. Und Two-Pair, die er haben kann, gibt es eigentlich gar nicht viele. Von dem her bin ich ziemlich zufrieden damit dem Fold. Das ist die eine Hand, die ich denke, habe ich gut gespielt. Zu den anderen Händen, es hat verschiedene Hände. Der einen Hand hätte ich fast 20k dazu gewonnen. In der anderen Hand hätte ich etwa 10k dazu gewonnen. Und in der dritten Hand auch nochmal etwa 10k. Also ich hätte eigentlich bei weit über 60k sein können, hätte ich die Hände ein bisschen anders gespielt. Dementsprechend bin ich auch ziemlich unzufrieden heute. Kann passieren, ich meine, man lernt von seinen Fehlern und ja, in nächster Zeit will ich sicher keinen Live-Poker mehr spielen, weil jetzt habe ich es ein bisschen gesehen, die letzten Tage da immer rumzusitzen und warten, bis man die Karten zieht und den Leuten zusehen, wie sie da ihre Entscheidungen machen, das geht alles so langsam und ich freue mich eigentlich richtig, morgen mal wieder online zu spielen, weil da gibt es ein bisschen Action und da gibt es ein paar Tische, gute Hände und Sharp Calls. Da geht was. Und ja, da freue ich mich richtig drauf. Zu meiner Bust-Out-Hand. Meine Bust-Out-Hand war schlussendlich Kings gegen Ass-König. All in Preflop. Hatte nicht wirklich viele Chips. Ja, kann passieren. Okay, das war's hier von der Cap. Jetzt gibt es keine Turniere mehr. Zum Glück. Ich verabschiede mich und hoffe, dass ihr nächstes Mal wieder dabei seid, wenn ich mich wieder an Live-Turnieren versuche. Bis dann.